Dietmar Küpers Mannschaft, die jetzt etwas mehr im Ballbesitz als vor der Pause. Und Rapid versucht auch schneller umzuschalten. Das war auch bei dieser Aktion Drazan auf Trimmel zu sehen. Jetzt das schnelle Nachrücken wieder bei den Rapidlern. Haller. Nadine Haller, links ist Christopher Drazan. Und jetzt bekommt er den Ball. Sonnleitner, Burgstaller. Nur nicht einfach, diesen Ball unter Kontrolle zu bringen. Sabitzer gegen Schimpelsberger. Schimpelsberger gewinnt jetzt einmal diesen Zweikampf, macht das auch stark gegen Windbeker. Und der Admira-Kapitän muss aufpassen, der hat schon Gelb gesehen. Der hat jetzt Glück, dass Schiedsrichter Krasnitzer nicht gleich noch einmal Gelb zückt. Das wäre möglicherweise ein vielversprechender Angriff für die Grünen geworden. Gerd Windbichler weiß ganz genau, da hat er jetzt sehr viel Glück gehabt. Der Freistoß Aller in die Zwei-Mann-Mauer. Es täuscht nichts. Peter Schöttls Mannschaft in Hälfte 1 mehr im Ballbesitz, 53%. Und jetzt nach dem Seitenwechsel 58% Ballbesitz für die Admira. Die Iraner versuchen jetzt als gesamte Mannschaft einfach höher zu stehen. Die Rapidler geben den Admiranern auch den Raum. Sulimani gegen Gerson. Wieder Eckball Admira. Sechster Corner jetzt bereits für die Südstädter. Dem Schöffix gefällt es mit Sicherheit auch, was seine Mannschaft jetzt so zeigt. Burgstaller im Laufteil mit Schachner. Da hat er sich jetzt selbst überspielt, der gute Burgstaller. Schrott auf Sulimani. Der ist nicht im Abseits. Sabitzer, der ist aber vorne. Starke Aktion der Admiraner. Und es ist tatsächlich wohl so, bei der Kopfballvorlage von Sulimani, Marcel Sabitzer im Abseits. Sehr gut gesehen vom Assistenten von Stefan Krasnitzer. Er verliert den Ball an Schwab. Jetzt ist das schnelle Umschalten für die Admira wieder möglich. Wieder Sulimani gegen Gerson. Kein Foulspiel, auch wenn Sulimani hier zu Boden geht. Steht aber schon wieder. Bei Rapid kündigt sich der nächste Wechsel an. Markus Häkkinen macht sich bereit für seinen Einsatz. Sabitzer. Thank you.
Der war alles andere als einfach zu nehmen, dieser Ball für Marcel Sabitzer. Kein Foul von Pölyova an Ala. Wieder äußerst zerfahren die Partie nach einer knappen Stunde. Sehr viele Fehlpässe, sehr viele Zweikämpfe. Ein richtiges Kampfspiel jetzt. Schachner, wieder war die Flanke gedacht für Sabitzer. Auer setzt nach und schießt dann weit übers Rapid-Tor. Markus Häkkinen am Donnerstag im Einsatz in der Europa League. Und dann sitzt er in der Bundesliga am darauffolgenden Wochenende immer nur auf der Bank. Das war im Prinzip immer so in dieser Herbstsaison. Peter Schöttl ist der Meinung, er ist mit seinen 34 Jahren einfach nicht mehr in der Lage, innerhalb weniger Tage zwei Spiele auf hohem Niveau zu bestreiten. Wiedra oder Pichler, einer der beiden, wird wohl rausgehen. Abseitsstellung von Suleimani. Wiedra hat ja gelb gesehen, Pichler ist dafür am Donnerstag im Einsatz gewesen. Ganz knapp diese Abseitsposition von Benjamin Suleimani. Mittlerweile ist der Wechsel passiert und Harry Pichler ist rausgegangen. An seiner Stelle jetzt also Markus Häkkinen auf seiner angestammten Position im zentralen defensiven Mittelfeld an der Seite des 18-jährigen Dominik Wiedra. Schachner, Schwab und jetzt ist die Abseitsstellung von Suleimani ganz deutlich. Wobei, das ist ein gefährliches Spiel, das die Rapidler da jetzt betreiben. Sehr oft versuchen die Admiranda den Ball in die Schnittstelle der Viererkette zu spielen und sie kommen auch sehr oft durch. Und sehr oft sind die Abseitsentscheidungen hauchdünn. Gerson auf Burgstaller. Pölyova und Auer erklären die Situation. Von Deni Alajci. Gerson baut sich jetzt einmal ins Offensivspiel seiner Mannschaft ein. Alter. Razan, kein Foul. Ja, dann dieses Foul von Deni Alan, dafür muss er jetzt gelb sehen. Denn damit hat er einen möglicherweise vielversprechenden Konterangriff der Admira verhindert. Die allererste gelbe Karte für Deni Alan in dieser Saison.
Das erste Saisonduell zwischen diesen beiden Mannschaften in Runde 8 im Hanabi-Stadion war eines der schwächsten Spiele und das erste torlose Remis der aktuellen Saison. Zudem war es das erste 0:0 Unentschieden in einem Bundesligaspiel zwischen Rapid und Admira seit März 2003, also seit fast einem Jahrzehnt. Diese heutige Partie ist nicht viel interessanter, aber sie ist noch nicht zu Ende. Noch 25 Minuten plus Nachspielzeit. Patrick Seger kommt jetzt in Kürze zum Einsatz. Und das wird für ihn das zweite Spiel für seinen neuen Club. Patrick Seger, der Ex-Altacher, kommt und aus der Partie geht Benjamin Sulimani, die Solospitze der Niederösterreicher. Er hatte eine gute Möglichkeit gegen Ende der ersten Spielhälfte, als er Sulimani, als er Sonnleitner, wollte ich sagen, ausgetanzt hat und zum Abschluss gekommen ist. Patrick Seger jetzt im Spiel. Der hatte das Pech, als er sich sofort nach seinem Wechsel hierher aus Vorarlberg zu der Admira am Meniskus verletzt hat. Und Thorsten Schick ist jetzt angeschlagen. Die Admira im Moment nur zu 10. Rimmel gegen Auer, da ist Deni Aller. Noch immer Aller, wieder Trimmel. Und jetzt wird die ganze Geschichte viel zu eng für die Rapidler. Ja, die Schrammel. Schrott gewinnt das Kopfballduell mit Burgstaller. Thorsten Schick ist immer noch draußen, ist aber wieder insoweit hergestellt, dass er in Kürze aufs Spielfeld zurückkehren kann. Hier sehen Sie ihn unten am Spielfeldrand, neben dem vierten Offiziellen Christian Dinter. Und in diesem Augenblick kehrt Schick aufs Spielfeld zurück. Bergauf wieder. Rimmel. Drahtzahn kommt da nicht zum Abschluss, weil er von Schick entscheidend gestört wurde. Aber ich denke, Thorsten Schick kann nicht mehr weitermachen. Er ist in diesem Augenblick jetzt wieder zu Boden gegangen, während wir noch einmal diese Situation von vorhin sehen, als Pöllhuber zwar hier Aller ganz kurz zurückhält, aber das ist natürlich viel zu wenig für einen Elfmeter. Elfter Eckball für Rapid. Der erste aber nach einer ziemlichen Weile. Drahtzahn von rechts. Buschrott lässt den Ball durch, der hat offensichtlich Trimmel übersehen und jetzt gibt es den Elfer. Au, 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 Andi Schrott. Zwei Aussetzer innerhalb von wenigen Sekunden. Dann lässt er den Ball zunächst durch und dann hier Trimmel vorbei an Schrott. Der berührt ihn oben an der Schulter. Trimmel fällt leicht, aber den kann man geben, den muss man wohl auch geben. Hier. Foul von Schrott an Trimmel, der muss einfach wegbleiben. Und auch wenn Dietmar Küber offensichtlich anderer Meinung ist, diese Entscheidung geht in Ordnung. Minute 69, Elfer für Rapid, Deni Aller. In der Europa League gegen Rosenborg Trondheim hat er verschossen. Jetzt gegen Patrick Tischler verwandelt er, ganz sicher. Und Rapid führt in der Südstadt mit 1:0.
Zur Freude der Rapid-Fans verwandelt Deni Ala diesen Elfmeter und bringt die Rapidler in Führung. In der Vorwoche sein Doppelpack in Mattersburg, da hat er zweimal nach Freistößen getroffen. Heute trifft er per Elfmeter, erzielt seinen 5. Saisontreffer im 15. Bundesliga-Saisonspiel. Peter Schöttl und sein Co. Thomas Hickersberger, Ex-Admira-Kicker, nehmen es gelassen zur Kenntnis, zumindest nach außen hin. In Kürze wird bei der Admira Patrick Jeschek in die Partie kommen, anstelle des angeschlagenen Thorsten Schick. Der schleppt sich nur mehr über das Spielfeld. Hier ganz deutlich zu sehen. Er hat Probleme mit dem Oberschenkel und beinahe das 2:0 für Rapid. Guter Burgstaller. Da hat er endlich einmal Platz gehabt, da ist er endlich einmal zum Abschluss gekommen. So, jetzt wird der angekündigte Wechsel vollzogen. Patrick Jeschek wird zum 5. Mal in dieser Saison eingewechselt. Thorsten Schick, der immerhin da 3 Torschussvorlagen geliefert hat heute, kann nicht mehr weitermachen. Jeschek spielt jetzt natürlich links im Mittelfeld. Hier ist er erstmals am Ball und Marcel Sabitzer ist drüber gewechselt auf die ursprünglich von Thorsten Schick besetzte Position an der rechten Flanke. Aua auf Patrick Seger, vorbei an Sonnleitner. Starke Aktion von Seger. Der Stangelpass im letzten Moment verhindert. Gute Körpertäuschung gegen Sonnleitner. Der kommt hier nicht mehr in diesen Zweikampf. Eckball Jeschek. Und da ist die Kopfballmöglichkeit für den Kapitän, für Ricci Windbichler. Sehr hoher Luftstand da von ihm, da setzt er sich gut durch gegen Schimpelsberger. Häkkinen fälscht den Ball dann so ab, dass er genau Königshofer in die Arme fällt. Spiel unterbrochen, weil der Ball über der Linie war. Gegen den Torschützen, gegen alle. Gutes Zusammenspiel zwischen Schimpelsberger und Trimmel. Wieder viel zu ungestüm hier, Schrott in diesem Zweikampf, warum es hier keinen Foulpfiff gibt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Hier ganz klarer Check von Andi Schrott gegen Michael Schimpelsberger und der muss auch behandelt werden. Ganz klares Foulspiel. Schott hat sich da überhaupt nicht auf den Ball konzentriert, sondern nur auf den Gegenspieler. Ich denke, bei diesem Fall war sehr viel Frust dabei.
Also beim ersten Mal war schon faul eingeworfen von Dominik Widra und jetzt beim zweiten Mal hat das Schiedsrichterteam auch geahndet. Mit der Schussmöglichkeit, zieht ab und hätte beinahe hier auf 2:0 gesteckt. Guter Schuss von Christopher Drazer. Hat hier die Möglichkeit, wenn Pellhuber etwas zu weit weg steht. Mira über Patrick Seger. Der Bittler steht jetzt wieder sehr tief mit der Viererkette. Auf der anderen Seite natürlich dann auch sehr viel Platz, um zu kontern. Denn die Admira, die muss jetzt mehr tun, die muss jetzt mehr Risiko gehen. Und das macht sie auch. Savica. Zusammenspiel mit Blasnecker. Gerson rückt raus aus der Viererkette und gewinnt den Zweikampf mit Blasnecker. Konterchance Rapid, Drazer. War zu durchsichtig, diese Aktion. Tischler serviert hier Trimmel ganz genau den Ball. Hätte sehr einfach hier den Ball Stefan Auer servieren können. Peter Schöttl wird in Bälde die Defensive weiter stärken, wird Stefan Kulowitz ins Spiel bringen. Burgstaller auf Aller. Jeschek hilft hinten aus. Sonnleitner vor Auer. Schachner. Sehr viele Admira-Spieler verlassen jetzt immer wieder ihre Position. Fulsberger gegen Auer und Stefan Auer im Abseits. So, jetzt der dritte und letzte Wechsel bei Rapid. Stefan Kulowitz kommt anstelle von Dominik Widra, für den sein drittes Bundesligaspiel jetzt in Minute 79 vorbei ist. Er hat wieder versucht, sehr ballsicher zu agieren. Hat phasenweise dem Spiel der Rapidler im Zentrum auch sehr gut getan. Kulowitz und Häkkinen. Jetzt im zentralen Mittelfeld bei Rapid. Kulowitz, erste Ballberührung war das eben. Foul von Häkkinen an Schwab. Ja, Patrick Mewungu kommt für Bernhard Schachner bei der Admira.
das sein. Positionsbezogener Wechsel. Freistoß Auer. Belober mit vorne und der Ball ist nicht ungefährlich geworden für Lukas Königshofer. Immer wieder wirft sich da Richie Windbichler in die Schlacht. Beide Trainer haben jetzt also ihr Austauschkontingent ausgeschöpft. Drahtzahn, Rückstand, wieder Drahtzahn. Christopher Drahtzahn hat dem Offensivspiel der Rapidler gut getan in der zweiten Spielhälfte und das hat überhaupt nichts mit der Leistung von Steffen Hofmann zu tun. Häkkinen auf Burgstaller. Da wäre die Chance auch da gewesen für einen Torschuss für Markus Häkkinen. Primmel gegen Auer. Also in ein paar Minuten ist dieses Spiel hier Geschichte, damit die 17. Runde Geschichte. Die Herbstmeisterschaft in der ersten Liga ist schon Geschichte. Der Herbstmeistermacher Helgi Kollwitzon ist heute einer der Gäste bei Talk und Tore im Anschluss auf Sky Sport Austria. Aber eine Runde gibt es ja noch in der heute für morgen ersten Liga. Die erste Frühjahrsrunde wird noch Ende November gespielt. Knapp 7000 Zuschauer heute in der Südstadt. Sie sehen nach wie vor eine im Großen und Ganzen richtig ausgeglichene Partie. Trimmel auf den Jala. Stellungsfehler Schrott, aber Jala legt sich den Ball zu weit vor. Mbungu. Windbichler, der Kurbler im Mittelfeld, der Energizer im Spiel der Südstädter. Er läuft und läuft und läuft und fühlt sich auf seiner neuen Position im zentralen defensiven Mittelfeld sehr wohl. Normalerweise fallen ja in der Südstadt immer viele Tore, heute bisher nur ein einziges und das aus einem Elfmeter, den Dini Alla verwandelt hat. In den vergangenen 7 Heimspielen vor der heutigen Partie hatte die Admira immer getroffen. Das letzte Spiel ohne Admira-Tor hier in der Tränkwald Arena war das Europacup-Spiel gegen Sparta Prag am 2. August dieses Jahres. Das war ein 0:2. Rapidlern gelingt es jetzt, das Zentrum wirklich dicht zu machen. Die Viererkette steht tief. Kulowitz und Häkkinen davor
versuchen, das Ganze zu schließen. Und Guido Burgstaller kassiert für dieses Handspiel jetzt eine gelbe Karte mit Folgen. Seine fünfte, und damit fehlt er nächste Woche im Heimspiel gegen die SV Ried. Das war möglicherweise wieder so eine typische Burgstaller-Aktion. Windpickler wieder stark im Zweikampf. Savica. Blasnecker. Steffen Hofmann hat die Betreuerbank mittlerweile verlassen und schaut sich ganz einsam das Spiel da unten an. Vielleicht fällt das Sitzen auch schwer, wenn es hinten im Oberschenkel zwickt. Gerson gegen Seger. Da geht er einfach auf Nummer sicher, der Rapid-Innenverteidiger. Ball war draußen, gibt Einwurf für die Admira. Schwab gegen Sonnleitner. Aber da ist sehr wenig Platz für die Admiraner. Noch 3 Minuten plus Nachspielzeit. Drazan. Etwas verunglückter Wechselpass. Er kommt trotzdem an. Und jetzt die Schussmöglichkeit für Burgstaller. Die nimmt er nicht wahr, setzt Aller ein. Der ist allerdings im Abseits. Korrekte Entscheidung. Gut gesehen von Assistent Andreas Witschnick. Also die viel gescholtene Rapid-Defensivabteilung lässt jetzt in der entscheidenden Phase dieser Partie sehr wenig zu. Letzte Chance für die Admira war dieser Kopfball von Windpichler. Das war in Minute 72 und das war nach einem Eckball von Jeschek. Fall von Segan Gerson. Also Gerson steht mittlerweile schon wieder. Und Lukas Königshofer setzt die Partie in diesem Moment fort. Oh, Andi Schrott wieder etwas übermotiviert hier gegen Christopher Trimmel. Der weiß ganz genau, was er mit diesem Elfmeterfall an Trimmel angerichtet hat. Und jetzt kommt's mit Schimpelsberger hier zum Duell und es gibt die gelbe Karte für Andi Schrott. Also diesmal ging er nicht mit Trimmel in den Infight, sondern mit Schimpelsberger.
Zum zweiten Mal bereits. Einfach zu spät dran und dann mit dem linken Knie hinein in Michael Schimpelsberger. Drahtzahn, oh, auf Kulewitz. Und dann mitleitet er einen Angriff der Admira ein. Hekinen, stark im Zweikampf. Kulewitz mit überhartem Einstieg. Natürlich bekommt auch er Geld. Drei Minuten werden nachgespielt. Die Gelbe für Kulowitz war bereits die 8. gelbe Karte im Spiel. Freistoß durch Stefan Auer. 7-8 Rapidler da am eigenen Strafraum. Sonnleitner befördert den Ball raus aus dem Strafraum. Noch 2 Minuten Zeit für die Admira, hier vielleicht doch noch zum Ausgleich zu kommen. Aber Rapid jetzt möglicherweise mit der Chance, das Spiel zu entscheiden. Christopher Drahtzahn Richtung Cornerfahne oder doch Richtung Tor? Nein, Richtung Tor. Der möchte es machen. Er spielt den Pass auf Guder Burgstaller. Und jetzt ist es klar, Rapid gewinnt dieses Spiel in der Südstadt. Hauptverantwortlich für diesen Treffer Christopher Drahtzahn, der da einen 60-70 Meter Sprint hingelegt hat, kommt aus der eigenen Hälfte. Er ist immens schnell und diese Schnelligkeit spielt er aus. Und dann hat er das Auge für Guder Burgstaller, spielt den Ball im richtigen Moment. Burgstaller läuft gut mit und erzielt seinen 4. Bundesliga-Saisontreffer. Und damit legt er diese Partie hier auf Eis. Rapid gewinnt in der Südstadt. Weil Rapid aus den wenigen Chancen, die sich ergeben haben, dann im Endeffekt doch mehr gemacht hat. Auch wenn das erste Tor aus einem Elfmeter gefallen ist. Aber sehenswert war dieser Konterangriff jetzt allemal. Und das ist ein sehr wichtiger Sieg für Rapid. Vor allem deshalb, weil Sturm ja noch 3 Punkte dazu bekommt auf dem grünen Tisch. Wohl schon morgen, der Strafsenat tagt um 17 Uhr. Dann hat Sturm ja auch noch die Möglichkeit, am Dienstag beim Auswärtsspiel in Klagenfurt gegen den Wolfsberger AC zu punkten. Los geht's, Rapid von rechts nach links in den ersten 45 Minuten, also im 600. Heimspiel. Hat der Rekordmeister Anstoß und möchte gerne den 3. Ligaerfolg in Serie einfahren. Zuletzt hat es ja 2 Siege jeweils zu 0 gegeben. Auch wenn da vor allem die Standards mitgeholfen haben, dass Rapid so richtig reingekommen ist ins Spiel. In Sachen Chancen kreieren, da gibt es noch Luft nach oben in dieser Phase der Meisterschaft. Nacho verlängert. Thomas Schrammel beim Einwurf, der ja auch schon viele Ligaspieler für Spiele für den heutigen Gegner absolviert hat. Genauer gesagt 62. Ja, Sonnleitner muss hin und das macht er auch gut. Deni Ala. Der eigentlich etwas
offensiver aufgestellt sein sollte als Steffen Hofmann. Pichler retour zu Gerson. Wieder Harry Pichler. Ja, das war keine allzu gute Idee. Dieses Duell gegen Robert Schul hätte er beinahe verloren. Inklusive Ballverlust. Terence Boyd verliert den Ball an Nacho. Dann ist zum ersten Mal etwas Platz da gewesen für Anil Hacic, Meilinger. Das sieht nach einer richtig schönen Freistoßposition für die Rieder aus. Clever gemacht von Hacic, der diesen Freistoß rausholen wollte. Das ist ihm auch gelungen. Entweder er oder Meilinger. Rechts oder links? Hacic rechts, Meilinger links. Anil Hacic macht's. Trifft aber nur die Rapidmauer. Nächster Anlauf über Marcel Ziegl. Ja, den Pass hatte er so nicht vorgehabt und dann ist die Fahne nach oben geschnellt von Assistent Klaus Strasser. Das auch mit rechts. Gut gesehen vom Schiefermann. Kein guter Pass von Deni Ala. Gedacht für Lukas Grozovec. Und dann wollte Gartler den Freistoß schinden, hat sich dann noch kurz beschwert beim Assistenten, der direkt daneben stand. Aber Partie, denke ich, konnte man schon laufen lassen. Schul zuletzt mit großartigen Leistungen. Hat sich toll entwickelt. Und in dieser Saison auch sehr effizient geworden. Andreas Schicker. Und eigentlich fast immer, wenn es einen Einwurf gibt für die Rieder, dann soll Schul was damit machen. Er, der die Bälle einfach am besten abdecken kann, verarbeiten kann. In diesem Falle war es allerdings nicht leicht. Etwas zu hoch geraten, der Einwurf von Schicker. Gebauer. Nacho. Stark verlängert. Zusammenspiel mit Skartler und dann wollte Hofmann den Konter einleiten, aber Alexander Akam hat schon auf Freistoß für Ried entschieden. Nacho leicht angeschlagen. Vielleicht noch den Kontakt nachher gegeben. Auf alle Fälle die Entscheidung, die sitzt. Und Marco Meilinger, der jetzt dran ist mit der Freistoßflanke, die auch ganz gut verlängert wird. Ich denke, das war Jan-Marc Riegler, der per Kopf dran war. Ziegl. Ja, das war nochmal diese Flanke von Meilinger und der zu zentral ausgefallene Kopfball von Riegler. Etwas zäher Beginn für das Team von Peter Schöttl.
war eine gute Idee von Trimmel. Der Ball ist schon wieder weg. Kann sich, hat der Peter Schöttl vor, dass sein Team hier von Beginn an Vollgas gibt, um das Publikum so richtig anzuheizen. Davon ist noch nicht allzu viel zu sehen. Gartner gegen Gerson Nacho. Ziegel. Der Kader ist wieder gut besetzt beim Rapid. Peter Schöttl, der richtig froh darüber war, dass er endlich mal alle Kaderspieler beim Training hatte. Schul. Auch das war ein super Pass auf Nacho. Und dann kann Schrammel gerade noch eingreifen. Sehr schöner Haken, dann hat Schul den Kopf oben, spielt diesen perfekt getimten Pass auf Nacho und dann macht Schrammel seinen Stellungsfehler wieder gut auf Kosten einer Ecke. Marco Meilinger. Ja, sauber abwehren, sieht anders aus. Wieder hatte Schrammel da Riesenprobleme. Meilinger mit dem Eckball und Schrammel schafft es auch beim zweiten Versuch nicht. Und so kommt Gartler noch zu dieser Szene. Wieder Meilinger, wieder gefährlich und Königshofer. Nächste gute Gelegenheit für die Rieder, die beiden Innenverteidiger. Zunächst war es Riegler und jetzt Reifelshammer. Und der Gegenzug von Rapid ist noch nicht zu Ende. Auch wenn da nicht immer Präzision mit dabei war. Grozurek. Und dann wieder Robert Schul. Sieht Gartler. Der hat nur noch Gerson vor sich. Nimmt Meilinger mit. Ja, da hätte Gartler durchziehen müssen. Ich denke, der hatte gar nicht gesehen, wie viel Platz da eigentlich war. Zuvor die Ecke vorne Meilinger. Dann ist Gartler noch dran und Reifelshammer schafft es nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Riesenchance für Thomas Reifelshammer. Ja, den muss er eigentlich machen. Auch wenn man damit nicht rechnen kann. Aber da war das Team von Gerd Schweizer ziemlich nah dran. Am Führungstor. Foul von Pichler und Gestüm gegen René Gartler. Ja, die ersten 10 Minuten gehören Rietz, keine Frage. Viel Ballbesitz, eine Top-Chance, nicht die nächste, weil Nacho zurückgepfiffen wird. Aber Rapid spielt hier wie eine Gastmannschaft. So, hier sehen wir, dass diese Entscheidung eine falsche war. Und das hätte bedeutet, dass Nacho wohl alleine auf Königshofer zugelaufen wäre. Schrammel ist da zu spät rausgerückt. Erste Fehlentscheidung. Und so knapp war es eigentlich gar nicht bei näherer Betrachtung. Trimmel legt sich den Ball zu weit vor und dann wird noch der Gegenspieler umgesetzt. So, hier nochmal die Aktion, die zur gelben Karte führt. Ja, da hat Trimmel nicht zurückgezogen, hat gesehen, den Ball erreicht er nicht mehr und Riegler stand da einfach im Weg.
symbolträchtig, dieses Bild für Rapid in dieser Anfangsviertelstunde. Trauner marschiert und marschiert, wird nicht gefoult. Beuth. Gut gesehen, dass Hofmann Platz hat in der Zentrale. Auch das war stark. Trimmel legt sich wieder den Ball zu weit vor, aber diesmal verzichtet er auf ein weiteres hartes Einsteigen. Ansonsten hätte sie vielleicht eine frühe gelb-rote Karte für ihn gegeben. Hofmann in Rage. Wieder Nacho und Schrammel, die beiden, die noch einige Zweikämpfe heute Abend bestreiten werden. Dann stark gemacht, zunächst von Grozurek. Diesmal hat der zweite Assistent angegriffen, Gerd Adanic. Das nächste Foul von Harry Pichler. Gegen Schul. Da war Schul einfach wieder eher am Ball dran und Pichler muss das Foul begehen. Und wieder kommen die Rieder. Marco Meilinger. Anel Hacic. Der auch ganz gute Erinnerungen hat an Sanapim. Wenn wir an den Cup denken, hat vor eineinhalb Jahren im Cup-Achtelfinale den 2:1 Siegtreffer erzielt. Und jetzt reißt ihm diese Flanke ab. Aber das sind schon beeindruckende Werte, die Rieder hier vorweisen können. In diesen ersten knapp 15 Minuten 5:0 Torschüsse für den Gast aus dem Innviertel. Schul. Nacho kommt zu kurz. Dann arbeitet Trauner etwas zu heftig gegen Grozurek. Hofmann. Sonnleitner. Gute Spielverlagerung auf Schrammel. Grozurek, gute Bewegung gegen Trauner. Schöner Pass auf Deniala, der hat Probleme bei der Ballannahme. Aber da kommt Steffen Hofmann. Der erste Torschuss von Rapid. Genau eine Viertelstunde hat es dafür gebraucht, weil Grozurek hier sehr schön agiert, aller Übersicht beweist. Möglicherweise der Weckruf für Rapids Offensive. Wieder Nacho. Stark beim Kopfballduell, diesmal gegen Grozurek. Wieder der Spanier auf Hacic. Meilinger gegen 2-3. Schul. Ziegel. So spielt eine Mannschaft, die sehr viel Selbstvertrauen hat, nach diesem 3:1 über Red Bull Salzburg. Meilinger, Schul, fantastisch gespielt, wieder Meilinger, auch der Pass war großartig. Schul flankt abseits, Mainz erneut, Klaus Strasser. Aber das sieht nach richtig gutem Kombinationsfußball aus. Da hat es begonnen, Meilinger mit Schul. Auch der Pass war richtig gut.
Und dann steht Hadžić ein paar Zentimeter vorne. Gottschalk bleibt hängen an Trauner. Das war auch kein Foulspiel des Rieders. Gerson verhindert, dass der Pass ankommt bei Nacho. Und jetzt hat Gottschalk wieder Platz. Boyd will angespielt werden. Terence Boyd kommt nicht hin. Gebauer gerade mal eben noch vor dem Rapid-Angreifer. Ja, wenn was geht bei den Gastgebern, dann wenn Gottschalk im Spiel ist. Der Pass etwas zu steil für Terence Boyd. Aus der Rapid-Mittelfeldzentrale kommt gar nichts. Und jetzt heißt es wieder defensiv sich orientieren. Schicker. Ah, Königshofer. Hat da natürlich keine großen Probleme mit dieser Flanke. Hier nochmal diese feine technische Aktion des Farid. Da hat eigentlich fast alles gepasst, bis auf diesen Pass dann von Gartler, der zu ungenau war für Schul. Und deshalb war die Bewegung draußen aus diesem Angriff. Aber der Tabellenfünfte aus Ried bisher spieltechnisch gesehen eine Klasse stärker als Rapid. Gerhard Schweizer, der mit großem Erfolg sein System umgestellt hat gegen die Salzburger. Aus dem 3-3-3-1 ein 4-2-3-1 gemacht hat. Und jetzt zusieht, wie Trimme auf und davon ist. Ziegel versucht ihn zu stören, gelingt nicht. Hofmann, Aller lässt durch, das war eine gute Idee. Grotzerek, das muss dann schneller gehen. Mit diesem Haken konnte Trauner rechnen. Grotzerek. Schrammel setzt nochmal nach. Aller, der noch das eine oder andere Mal Probleme hat. Und dann verpasst Terence Boyd. Hätte beinahe profitiert von dieser Schusshereingabe von Thomas Rammel. Zumindest wird diese Partie jetzt etwas offener. Rapid fängt langsam aber sicher an mitzuspielen. Und vielleicht hat er den schon so geplant gehabt, dass der direkt einschlagen sollte. Deniala, der gegen Ried immerhin schon 6 Tore gemacht hat, gegen keine andere Mannschaft, trifft er so gerne. Übrigens jeweils mit einem Doppelpack. Schrammel im zweiten Versuch zum Gegner, zu Hadžić. Dann versucht Rapid mal früher zu stören, Pressing zu spielen. Mit mäßigem Erfolg. Deniala. Trimmel. Schöne Aktion von Trimmel. Weniger präzise dann von Schimpelsberger. Hofmann.
Guter Ball von Schrammel auf Terence Boyd und dann das Missverständnis mit Lukas Grozarek. Und einige hängende Köpfe bei den Rapid-Spielern. Gebauer bisher noch gar nicht geprüft. Verlebt bis dato einen sehr ruhigen Arbeitstag. Meilinger und Königshofer hat da schon ein bisschen mehr zu tun. Bichler. Ja, die Passwege waren zugestellt. Deshalb geht's nochmal über Gerson. Nächster Anlauf von Ari Bichler. Diesmal die lange Variante. Geht auch für Beuth. Der ist zwar ein guter Kopfballspieler, aber das ist Thomas Reifelshammer auch. Sonnleitner. Ja, das ist zu wenig. Das ist sehr ausrechenbar, was Rapid hier macht. Und wieder Gerson betraut mit der Spieleröffnung. Sonnleitner. Muss den nächsten schwierigen Pass spielen. Aber der kommt diesmal an. Und da kommt Terence Boyd. Gebauer. Erste Top-Chance für Rapid durch Terence Boyd. 25. Minute. Der erste richtig gelungene Spielzug. Schöne Direktabnahme. Bauer verschätzt sich, Boyd, Tor! 1:0 für Rapid, Terence Boyd nach diesem Kapitalschnitzer von Thomas Gebauer. Und den Assist kann sich Deniala zuschreiben lassen. 8. Saisontor für Terence Boyd. Und wieder hat eine Standardsituation herhalten müssen, dass Rapid in Führung geht. So, Chance auf Gebauer. Leicht gestört von Bichler. Aber aus meiner Sicht war es kein Foul. Auch wenn es den Kontakt gab, aber das ist normal. Es gibt ja keinen gesonderten Schutz für die Torhüter, auch nicht im 5-Meter-Raum. Terence Boyd, der Nutznießer dieses Fehlers. Das war sein 6. Tor nach einer Flanke. Absoluter Liga-Top-Wert. Der lebt einfach von guten Bällen, die von der Seite kommen. Und die Rieder werden sich fragen, wie kann das gehen? Da haben die Gäste eigentlich Dominanz ausgestrahlt. Als Auswärtsteam im Hanna B garniert mit mindestens 2 richtig guten Chancen. Und dann hat Rapid wieder einmal nach einer Standardsituation zugeschlagen und findet vielleicht jetzt besser rein in dieses Spiel. Grozarek. Muss er probieren. Da hat ihm Schrammel, der jetzt kommt, hier links, sehr gut, den Raum geöffnet. Trauner
hat sich falsch bewegt, hat sich an Schrammel orientiert und so war der Raum offen für diesen Schuss. Gerson gegen Gartler, der spektakulär abhebt. Distanz ist nicht unmöglich für einen Direktschuss. Also wohl für Marco Meilinger. Der hat es auch probiert, aber mit wenig Erfolg. Der Rapid und die 1:0-Führung, das klappt eigentlich ganz gut in dieser Saison. 10-mal war das der Fall. 10-mal hat es auch die 3 Punkte am Ende gegeben. Zurück vor Mladic. Aber die Rieder lagen ja auch gegen Salzburg 0:1 zurück und sind wieder zurückgekommen und zwar ziemlich beeindruckend. Aber im Gegensatz zu heute haben sie dabei das Spiel nicht gut begonnen. Sonnleitner, Gerson. Das machen die Rieder sehr geschickt. Foul an Grozurek, der Attacker hat kurz abgewartet, ob es den Vorteil gibt. Hofmann. Unangenehm für die Rieder Verteidigung. Genau so gehört ein Freistoß aus dieser Position hineingeschlagen. Trimmel hat dann eigentlich ziemlich wenig draus gemacht. Nur gestört eigentlich von Sonnleitner und dann erfolgreich von Gernot Trauner. Wieder Hofmann, wieder Ecke. Also wieder Gefahr. Ah, Reifelshammer macht es nochmal spannend. Denialer. Klappt sein zweites Mal. Diesmal lässt sich Gebauer nicht typieren. Da hat der Torschütze hingelangt. Aber Nacho wird weitermachen können. Terence Boyd. Hier reißt der Nacho um. Thank you.
Schicker. Sonnleitner energisch gegen Schul, Meilinger. Schicker, Flanke. Da bemüht, findet aber keinen Abnehmer. Nacic spielt den Freistoß schnell ab für Nacho. Trauner, Ziegel, die Rieder versuchen wieder den Kombinationsfußball zu zeigen, den sie vor allem in den ersten 15 Minuten zeigen konnten. Rapid kommt jetzt etwas besser rein in diese Zweikämpfe, vor allem in der eigenen Hälfte. Nacic, Schul. Hat ein paar Meter Platz und er kann auch aus der Distanz schießen gegen die Salzburger. Aus 30 Metern einen Lattenkracher vom Feinsten zelebriert. Der Schuss kann da nicht mithalten. Gegen seine Ex-Kollegen. Mit einer schönen Idee hier. Schicker ist auch darauf eingestiegen. Meilinger, Schul ist durch. Gartler, Tor! Und er verzichtet auf einen großartigen Jubel. Aber der Ausgleich für die SV Ried. Ausgerechnet durch René Gartler. Sein 10. Saisontor. Damit hat er jetzt genauso viele Tore für Ried erzielt wie für Rapid. Hat allerdings um einiges weniger an Spielen dafür gebraucht. Ja, der hat die Aktion auch eingeleitet, René Gartler, mit seiner tollen technischen Einlage. Hier. Dann kommt Schicker gut mit. Meilinger, Joule lässt eher unfreiwillig durch für René Gartler und der aus vollem Lauf trifft haargenau. Mit dem Außenriss, sehenswerter Treffer der Rieder durch den Ex-Rapidler. Und weil Schul nicht mehr wirklich beteiligt war, schreibe ich mal die Torvorlage Marco Meilinger zu. Und das ist schon sein 9. Assist in dieser Saison, der Leihspieler der Salzburger. Überragende Quote. Schul. Dichler fängt diesen Pass ab, begeht dann aber diesen technischen Fehler. Und deshalb kann Meilinger wieder ein paar Meter machen. Nacho. Trimmel. Links wäre Grozorek völlig frei. Aber es kommt nicht mal ansatzweise eben zu einer Spielverlagerung. Sonnleitner, Pichler. So, jetzt erst wird Grozurek gesehen. Ball war noch nicht draußen. Gut gearbeitet von Nacho. Hofmann. Pichler. Abseits. Von Trimmel, meint zumindest Gerd Adanic. Dass Trimmel eine andere Meinung hat, ist natürlich nachvollziehbar. Aber da hatte der Assistent recht. Völlig verunglückt, dieser Abschlag von Gebauer. Da kommt Grozurek mit Tempo. Aber wen nimmt er jetzt mit? Das war die Frage. Deshalb die Verzögerung bei Grozurek. Und wenn mal das Tempo draußen ist aus so einem Angriff, dann ist meist auch die Chance ziemlich gering, dass noch etwas Zählbares dabei rauskommt. Auf der Gegenseite marschiert wieder Meilinger.
Meilinger, gute Flanke. Schramme wieder in Nöten. Hofmann. Immer noch Steffen Hofmann. Aber Schul luchst ihm den Ball ab. Und es gibt dennoch Freistoß für Rapid und sogar Gelb für Schul. Also den Ball hat er sicher gespielt. Die Frage ist, ob da nicht trotzdem noch ein Kontakt mit dabei war. Hier nämlich der Griff an des Gegners Trikot. Nachher war das okay. Ganz kurz war er dran mit der Hand an Hofmann. Das Tackling nachher war schon okay, aber ich denke, dass Hakam die erste Aktion gewertet hat. Eine harte Gelbe werden mit Sicherheit jetzt viele sagen, aber die Entscheidung, die hat der Justizwachebeamte getroffen, plus Freistoß für Rapid. Der führt dazu, dass Pichler jetzt mitspielen darf. Hübscher Idelroller. Schicker, Siegel, Schul, Nacho, das nenne ich mal eine gelungene Ballannahme, Nacho, ja, weit weniger treffsicher unterwegs als René Gartler in den vergangenen Wochen der Riederstürmer, trifft und trifft und trifft. Gartler hat in seinen letzten drei Einsätzen immer getroffen und dabei 5 Tore erzielt. Der passt perfekt zu diesem Team. Terence Boyd alleine wird es schwer haben, vorne drauf zu gehen und zu pressen. Und da ist Schul, der ist nicht im Abseits. Nacho. Weit und breit kein Gegenspieler. Meilinger. Also keine Ahnung, was da die Rapid-Defensive im Sinn hatte. Also da konnten die Rieder jetzt schalten und walten, wie sie Lust hatten. Das war kein Abseits von Schul, der möchte den Ball gerne noch ablegen. War natürlich auch aus dieser Position fast unmöglich, hier direkt ein Tor zu machen. Dann kümmert sich aber wirklich niemand um Nacho. Und dann Marco Meilinger mit vollem Risiko. Also ist alles in allem keine gute Hälfte, die Rapid hier spielt. Die Rieder hingegen machen einen sehr stabilen, sehr konzentrierten Eindruck. Einzig Gebauer hatte einen schwachen Moment nach der Ecke von Deni Ala. Foul von Schul und Hofmann. Der hat Seilig, aber Pichler
hat zunächst nicht mitgespielt und hat dann dennoch die Muße, sich um den Ball zu kümmern. Und der war richtig gut. Sari Pichler. Hat erst mit etwas Verzögerung mitbekommen, dass der Ball hier abgespielt wird von Hoffmann. Und dann auch technisch sauber. Das wäre ein richtig schöner Treffer geworden. Ein Bundesliga-Tor hat ja Harry Pichler erst auf seinem Konto. Und das war gegen Ried. Und zwar hier in diesem Stadion im März. Also in der vergangenen Saison beim 1:0-Sieg. Schul. Ziegel. Andreas Schicka geht da kein großes Risiko ein. Ja, Hofmann. Nicht immer im Bilde bisher. Schul. Verlädt Hofmann. Hacic, auch der kann schießen. Tritan Baholi, der Fitnessguru, der Rapidler, sieht das Ganze von der Tribüne aus. Sieht, dass sich seine Mannschaft weiterhin extrem schwer tut gegen dieses Team aus Ried. Auch Hofmann tut sich schwer. Sonnleitner. So, was geht da noch vor der Pause? Ah, da kommt sogar noch ein Tor zustande. Und es zählt Steli Aila mit dem 2:1. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff. Sechster Saisontreffer für Steli Aila. Trauner zunächst am Ball dran, Beuth, der gut nachsetzt, kein Abseits von Steli Aila und das macht er dann großartig. Auch Beuth schon mit der guten Vorarbeit. Keine neuerliche Muskelverletzung zu geben, sondern da reicht einfach die Kraft noch nicht aus. Die Rieder jetzt in Hälfte 2, von rechts nach links. Mit dem ersten Freistoß nach der Pause. Nicht das erste Foul von Harry Pichler. Und Gerd Schweizer ziemlich erbost über die Tatsache, dass Pichler weiter keine gelbe Karte sieht. Genau darum geht es jetzt im Gespräch mit Markus Hameter, mit dem vierten Offiziellen. Trimmel. Und Schippelsberger kommt nicht vorbei. Und jetzt ist Peter Schöttl extrem sauer gewesen. Hat er einen Foul an Trimmel gesehen. Das hat natürlich stattgefunden, aber Hakam hat abgewartet, ob Schimpelsberger die Ballkontrolle schafft und durchziehen kann und hat deshalb den Vorteil gegeben.
Beide Trainer also schon auf Betriebstemperatur in dieser zweiten Hälfte. Schul. Marco Meilinger wird die Ecke ausführen. Alles, was Kopfballkraft hat, mit dabei bei den Riedern. Aber Beuth kehrt zunächst. Voller Schuss von Nacho. Ich denke, der wäre gar nicht so schlecht gekommen. Ah, que miseria, denkt sich da der Spanier. Den trifft er eigentlich richtig gut. Und dann ist Gerson im Weg. Ja, Linksfuß Meilinger hat ausgedient, darf jetzt selbst mitmischen im Strafraum. Wir kennen erste defensive Tat von ihm. Das ist auch eine eher kuriose Entscheidung jetzt, denn da hätte es einfach den Vorteil geben können für Rapid. Warum da jetzt im Nachhinein auf Abseits entschieden wird, kann ich nicht nachvollziehen. Königshofer. Ziegel. Persson. Schrammel. Verfolgt von Nacho. Ekinen unter Druck. Erneut gutes Stellungsspiel von Reifelshammer, aber den Ball bringt er nicht weit weg. Da kommt Grotz zurück und in der Mitte wäre Terrence Boyd, aber er ist im Abseits. Und der Treffer zählt nichts. Ja, wäre auch mein erstes Gefühl gewesen, dass Boyd da ein paar Zentimeter vorne stand. Aber wer interessiert sich schon für mein Gefühl? Da schauen wir uns doch lieber die Zeitlupe an und sagen, das hat Klaus Strasser richtig gesehen. Schade für Terrence Boyd, denn das war eine sehenswerte Volleyabnahme. Wäre sein zweites Tor gewesen. Und ein 3:1, denke ich. Da wäre dann der Sieger wohl doch schon fast fix. Riegler. Schul wollte verlängern. Kein Foul an Hacic. Auch keins an Nikinen, doch. Gibt den Freistoß. Trimmel. Da hat Beuth den falschen Laufweg, zumindest aus Sicht von Trimmel, gewählt. Schul. Nacic, Reifelshammer. So, da fallen sie beide. Und Hakam fällt die Entscheidung zugunsten des Favorit. Hacic gegen Grotz zurück. Meilinger. Und da ist Königshofer. Und da ist das Foul von René Gartler. Oh, aufpassen. Lukas Königshofer, das war nah dran
an einer Tätigkeit. Da springt Gartler hinein in den Keeper, war sicherlich keine faire Aktion, aber auch kein allzu schlimmes Vergehen. Ja, Kontakt hat es da keinen gegeben, Gartler vom Luftzug quasi getroffen worden und ist dann von dannen gezogen. Spiel von Anil Hacic. Genialer Nacho wehrt ab. Schicke kann den Konter nicht einleiten und dann wird es richtig gefährlich. Gebauer schießt Terence Boyd an. Sehr präsenter Einsatz von Terence Boyd. Nach seiner Sperre also wieder retour. Mit einer Torvorlage, mit einem Tor. Und einigen guten Aktionen. Auf der Gegenseite kommt zu Meilinger, da kommt Schul. Und der wird geblockt. Gerson bleibt liegen im Strafraum von Rapid und deshalb unterbricht Alexander Hakam. So, Behandlung ist vonnöten. Schul ist etwas glimpflicher davon gekommen. Nach diesem Duell, in dem eigentlich drei Spieler verwickelt waren. Schul hier diese schöne Ballannahme mit der Brust. Dann Meilinger. Schul setzt nach. Häkkinen kommt von hinten. Und dann prallt Schul hinein in Gerson. Vielleicht wird Gerson auch noch von Häkkinen getroffen. Ja, sieht gut aus, dass der brasilianische Innenverteidiger weitermachen kann. Ja, morgen dann das Duell, auf das sich eigentlich alle freuen. Auch wenn sie Rapid-Fan sind oder Ried-Fan. Ich denke, dieses Spiel sollte sich keiner entgegenlassen. Salzburg gegen die Wiener Austria. Gartler. Ein Fersler für Häkkinen. Riegler, Schicker. Ja, das war ein bisschen ungeschickt von Trimmel. Da hatte Schul keine großen Möglichkeiten mehr. Hat gesehen, da geht nichts mehr. Also am besten den Freistoß ziehen, sich ein bisschen fallen lassen. Kontakt hat es natürlich gegeben. Häkkinen aufmerksam. Denialer. Boyd. Und auch da war das Beste eigentlich, was ihm passieren konnte, dass er gefoult wird. Kurz Salzburg erwähnt habe. Dann Piet jetzt ziemlich nah dran an den Bullen, wenn es bei diesem Sieg bleibt. Nur noch ein Zähler Rückstand. Und dennoch werden wohl die meisten, die im Lager von Rapid sind, sich jetzt darüber freuen, dass es den Elfmeter gibt. Um hier wieder aufs aktuelle Spielgeschehen zu kommen.
Das hat mir nach einer sehr harten Entscheidung ausgesehen. Lukas Krozurek wird da abgeklatscht. Und Deni Alam wird den Elfmeter ausführen. Da bin ich ziemlich gespannt auf die Zeitlupe. Krozurek gegen Trauner und Ziegel und dann fällt Krozurek. Also hätte man vielleicht auch anders sehen können. Wichtiger wäre jetzt der Elfmeter und den verwandelt Deni Ala souverän. Schöner Tag für ihn. 3:1 für Rapid. War das die Entscheidung in diesem Spiel? Ich denke fast schon. Und der ist richtig on fire, Deni Ala. 5 Tore in den letzten 3 Spielen. Das heutige natürlich mitgerechnet. Da ist auch keiner zu früh reingelaufen, also alles korrekt bei diesem Strafstoß. Aber war die Entscheidung auch korrekt, hier auf den Punkt zu zeigen? Schauen wir nochmal drauf. Trauner hatte den Arm oben. Also da möchte ich mich nicht festlegen. Das ist sowieso egal. Hakam hat diese Entscheidung getroffen. Rapid führt mit 3:1. Und die Frage ist nur, kann Ried dieses Spiel noch mal spannend machen? Kommen sie hier noch einmal zurück? Im Normalfall lässt Rapid nichts anbringen drinnen bei einem 3:1 daheim. Vor eigenem Publikum. Standards mit, dass es wohl den nächsten Dreier gibt in der Liga. Die Ecke von Deni Ala, die zum 1:0 führte durch Terence Boyd. Und jetzt 11 Meter, verwandelt von Deni Ala. Trimmel ist frei. Und Jan-Marc Riegler war so frei, noch mal hinzugehen. Freistoß für Rapid, plus Gelb für Riegler. Also, auch das war eine schwierige Entscheidung, sage ich mal. Ich würde es da eher auf eine Fehlentscheidung tippen. Trimmel, der sich da fallen hat lassen, da war Riegler gar nicht mehr dran. Dann hat Trimmel eingefädelt und diesen Freistoß rausgeholt. Deni Ala, interessante Variante. Meilinger. Dann holt sich Deni Ala Gelb ab. Zwei Tore, ein Assist. Bisherige Ausbeute von Deni Ala.
Meilinger, Schicke. Meilinger hat sich schön gelöst. Und wir schauen nochmal auf die Entstehung zum Elfmeter. Trauner, dann kommt Ziegel und trifft Grotzurek am linken Knie mit dem linken Fuß, wenn ich es richtig gesehen habe. Gelb für Ziegel, übrigens die fünfte in der laufenden Saison, damit fehlt er beim Auswärtsspiel in der Südstadt gegen die Admira. Also alles in allem wohl doch eine vertretbare Entscheidung von Hakam. Schul. Kürzer wird Clemens Walsch kommen. Und zwar genau jetzt. Jener Walsch, der eine Riesenspiel machte gegen Salzburg. Ein tolles Tor dabei geschossen hat. Und zwar jenes zum 1:1. Nacho hat stark begonnen. Dann aber immer mehr abgebaut. Schul. Schicker Meilinger. Wieder Schicker, wieder Meilinger. So, jetzt kommt die Flanke und jetzt kommt ein Eckball. Der Einsatz von Königshofer hat sich nicht bezahlt gemacht. Hacic bei der Ecke. Nächster Anlauf für Adel Hacic. Königshofer. Beutler ist Ziegel gewähren. Schul. Sonnleitner vor René Gartler. Es läuft alles auf den dritten Sieg in Folge für Rapid in der Meisterschaft hinaus. Kommenden Donnerstag gibt es ja noch den Abschluss in der Europa League Gruppenphase gegen Metalist Kharkiv. Vielleicht gibt es ja doch den ersten Punkt für Rapid, bevor es dann in der Meisterschaft mit dem Heimspiel gegen Wacker Innsbruck weitergeht. Ja, nicht mehr weiter geht's jetzt für Lukas Grotzurek. Er hat den Elfmeter rausgeholt. Und das war wohl der Knackpunkt in diesem Spiel. Christopher Drazan ersetzt ihn jetzt. Kommt Beut nicht mehr hin nach dem Freistoß von Gerson. Und Berit wird wohl diese Berg- und Talfahrt weitergehen.
Ist ja ganz kurios, wenn wir auf die letzten Ergebnisse blicken, der SV Ried, wenn wir dabei vor ein paar Runden beginnen mit dem 1:6 gegen die Austria, dann hat es in der darauffolgenden Runde das umgekehrte Ergebnis gegeben. Das 6:1 gegen Mattersburg, dann 1:3 gegen Sturm, dann wieder, ja, drehen wir es um, 3:1 gegen Salzburg und heute 1:3. Das ist auch eine gewisse Konstanz. Schul. Meilinger. Schicker auf Schul. Gut, da habe ich jetzt keinen Foul gesehen und Peter Schöttl ist regelrecht zu seinem Sitzplatz gesprintet, um sich da nicht wohl zu sehr zu beschweren. Da ist Schul einfach weggerutscht. Okay, Trimmel selbst hat ja auch schon clever agiert, sagen wir es mal so. Und der Freistoß, ja, der bringt immerhin die nächste Standardsituation für Ried. Ari Pichler ermöglicht, dass Marco Meilinger wieder seinen starken linken Fuß einsetzen kann. Es wäre an der Zeit für die Gäste, hier einen Treffer zu machen, wenn wir noch von einem spannenden Fußballspiel reden wollen. Das gelingt vorerst mal nicht. Weit vorbei gezielt am ersten Bundesligatorm von Gernot Trauner. Schippelsberger. Jetzt mit dem Fuß. Schul. Gartler. Ja, da hätte sich das direkte Spiel angeboten, aber René Gartler hat es nicht gesehen, dass Walsch in die Gasse gesprintet ist. Ekinen gut gegen Meilinger. Drahtzahn. Und jetzt ist die Bahn frei für das nächste Tor. Fragezeichen von Deni Aller. Mit der Ecke. Ekinen gegen Gartler. Giftig von René Gartler. Und dennoch gewinnt der Finne auch dieses Duell. Schippelsberger. Schöner Seitenwechsel auf Drahtzahn.
Fehlpass von Schul. Schimpelsberger kommt aber nicht vorbei an Ziegel und dann gibt es das nächste Foul von Harry Pichler. Diesmal gibt es dann doch Gelb. Pichler, der aber nicht nur mit Fouls heute aufgefallen ist, wenn wir an seinen Stangenschuss denken aus der ersten Hälfte. Drazan, vorbei an Trauner. Ja, der hat noch was vor, wie es scheint. Christopher Drazan. Mal schauen, ob er Rapid erhalten bleibt. Marcel Sabitzer, ist ja auch kein großes Geheimnis, steht Ante Portas. Da soll es nur noch um Details gehen. Robert Schul sichtlich genervt. Auch ihm wird klar sein, das wird wohl nichts mit einem Punkt. Aus Sanel Hacic macht jetzt was draus und macht dieses Spiel wieder spannend. War mehr drinnen. Letztlich dann vielleicht etwas egoistisch gelöst. Marco Meilinger. Schul. Missverständnis mit René Gartler. Es läuft nicht mehr, auch nicht mehr bei ihm. Und hier noch einmal die eigentlich sehr gute Konterchance. Hacic. Und dann kann Gerson diesen Schuss so ablenken, dass Hacic hier nicht den zweiten Treffer für Ried erzielen kann. Zu steil für Walch. Schul, gutes Auge, schöner Pass und dann ein gutes Tackling von Gerson gegen Gartler. Hacic, der zuvor ein bisschen lang brauchte, um diesen Pass zu spielen. Dann optimales Timing beim Brasilianer. In der Zwischenzeit kommt Markus Hammerer aufs Feld. Er geht runter, Gernot Trauner. Hammerer, der als Joker stach gegen die Salzburger. Schicker, Flanke war nicht schlecht, Königshofer. Aber abseits die Entscheidung von Gerd Adanic. Ja.
Ja, das Torschussverhältnis sieht immer noch gut aus für Ried. 17:11 aus Sicht der Innviertler. Aber richtig gefährliche waren da jetzt in den letzten Minuten auch keine mehr dabei. Und dieses 3:1 hat so etwas die Luft rausgenommen aus dieser Partie. Schul. Ja, bisschen Ballglück mit dabei. Leifelshammer. Aus über 30 Metern hat er es da versucht. Konter über Terence Boyd. Schicker stellt den Körper dazwischen. Meilinger. Es war wieder kein Glanzstück, das Rapid hier heute dargeboten hat auf der Bühne Gerhard-Hanapi-Stadion. Aber das wird Peter Schöttl und den Rapid-Verantwortlichen vermutlich ziemlich egal sein, wenn der dritte Sieg in Folge rauskommt. So, und der wird jetzt doch mal garniert mit einem echten Glanzstück. Was für ein Tag für Dini Alla. Er kann es nicht glauben. Drittes Tor von Dini Alla. Und was für ein schönes. Hat eigentlich unspektakulär begonnen mit dem Abschlag von Königshofer. Dann ist Terence Boyd schon wieder beteiligt und dann dieser Volley-Schuss von der Strafraumgrenze weg. Entscheidend auch, dass Trimmel das Kopfballduell gewinnt. Terence Boyd. Und dann, ja, wenn man schon zwei Tore gemacht hat und eins vorbereitet, riskiert man gerne so einen Volley-Schuss. Drei Tore, ein Assist, Rapid führt 4:1, spielt jetzt mit Kulowitz, der gerade den angeschlagenen Gerson ersetzt hat. Trimmel. Mit Wegbereiter dieses Treffers, Schul. Dini Alla schnappt ihm den Ball weg. Guter Pass dann von Schimpelsberger auf Trimmel, Trimmel und Beutz. Kommt nicht zum Zug, jener Beutz, der also wieder eine Treffer von Alla vorbereitet hat. Auch wenn da vielleicht ein bisschen die Hand mit im Spiel war, das werden wir dann später noch mal genauer beleuchten. Und zwar beleuchten wir es jetzt. Hier, Kreuz. Ja, das muss man schon pfeifen. Achtung, Kopfball. Der Oberarm von Terence Boyd hat mitgeholfen zu diesem Tor. Aber mit Sicherheit nicht einfach zu sehen in der Bewegung für Alexander Hakam.
Und weil Hakam hat laufen lassen, ist Deni Ala zu seinem ersten Dreierpack in der Bundesliga gekommen. Also wenn es gegen Ried geht, dann wirft Deni Ala die Tormaschine richtig an. Das ist schon sein 9. Treffer gegen TSV Ried und insgesamt sein 38. Bundesliga-Treffer. Grössinger für Meilinger. Marco Meilinger am Rieder Tor beteiligt mit seiner Flanke. Einsatz von Grössinger. Ja, und wenn wir zurückdenken an die ersten 15, 20 Minuten, hätte man eigentlich nie und nimmer gedacht, dass so ein Ergebnis jetzt möglich ist. Gartler gegen Sonnleitner und Elfmeter. Plus Gelb. Mario Sonnleitner, zweiter Sieger bei diesem Duell gegen René Gartler. Schauen wir noch mal drauf. Hier kommt Gartler mit Glück noch mal ran an den Ball. Sonnleitner mit diesem Tackling Foulspiel. Ja. Anil Hacic kann was tun für Ergebnis Kosmetik. Oder will er doch mehr? Na ja, schauen wir mal. Die 85. Minute bricht an. Nur noch unter Anführungszeichen 2:4 aus Sicht der Rieder. Dennoch wäre es eine riesen Überraschung, wenn hier noch was ginge für die Gäste aus dem Innviertel. Schimpelsberger gestört von Grössinger. Hat er verlängert. Hacic. Direkt in die Beine von Drazan. Der sieht, dass Terence Boyd startet. Aber Klaus Drasser sieht eine Abseitsstellung des US-Amerikaners. Schicker. Und das war ein schöner Ball. Und wenn der reingeht, wird es hier tatsächlich noch spannend. Clemens Walsch hatte da keine schlechte Schussgelegenheit. Hier schauen wir nochmal auf die Entstehung zum Elfmeter. Schauen Sie unten, Sonnleitner, Tackling, trifft den Ball nicht, trifft nur das Bein von Gartler. Schicker vor Trimmel. Und dann das nächste Foul von Bichler. Das ist so ein echter Bad Boy. Aber solche Spieler sind vor allem in den eigenen Reihen gern gesehen. Ein, zwei dieser Sorte schaden keiner Mannschaft. Ab und zu halt mal wird eher dem Gegenspieler ein Schaden zugefügt. Hacic, Königshofer kommt.
und räumt alles weg. Schicker als letzter Mann. Riegler. Das wollte er, denke ich, ein bisschen anders lösen. Aber hat auch ganz nett ausgesehen. Schippelsberger geht da auch keine großen Kompromisse ein. Weiter Einwurf von Grössinger. Beuth. Drazan. Ja, die Idee war schon nachvollziehbar, aber Deni Aller ist auf diese Idee nicht eingestiegen. Nacic. Schicker gegen Beuth und Königshofer mit der Faust. Unfangbar schien mir der auch nicht gewesen zu sein, aber auch das war keine schlechte Aktion von Lukas Königshofer in seinem mittlerweile auch schon 38. Bundesligaspiel. Ja, Peter Schöttl ist heute auch rechts kommunikativ unterwegs in der Coaching-Zone. Markus Hameter ist heute der Lieblingsgesprächspartner des Rapid-Trainers. Sehr viele Fouls in diesem Bundesligaspiel, überdurchschnittlich viele. Auch deshalb der Spielrhythmus nur selten gewährleistet. Diese vielen Unterbrechungen schaden natürlich einem wirklich attraktiven Spiel und dennoch sind hier 6 Tore gefallen. 4 davon für Rapid, also für jene Mannschaft, die den dritten Ligasieg in Folge einfahren wird, nach dem 3:0 bei Mattersburg, dem 2:0 über die Admira. Und heute könnte es, Schul war das, zu einem 4:2-Sieg kommen, wenn da nicht noch ein paar Unkonzentriertheiten an den Tag kommen. 4 Minuten werden eben angezeigt an Nachspielzeit. Ja, in Erinnerung wird auf alle Fälle bleiben, dass Deni Aller seinen ersten Dreierpack schnüren konnte in der Bundesliga. Zudem noch Terence Beuth den Treffer aufgelegt hat. Also unglaublich effizient. Wird dann Rapid nach dieser Runde bei 35 Punkten stehen. Grössinger, der ist drinnen. Also, es wird hier doch noch mal spannend und vielleicht muss ich das zurücknehmen mit den 35 Punkten. 2. Minute der Nachspielzeit. Ja, das war ein sehenswerter Drehschuss von Grössinger, Markus Grössinger, sein erstes Bundesligator im 11. Bundesligaspiel. Riegler per Ferse, auch hübsch. Und dann Königshofer.